Denn Biografisches wird dann von der Moderatorin übernommen. Nur so viel, ich kenne Sie, lieber Herr Mecheril, aus der Literatur. Und ich habe Sie natürlich in den Jahresgutachten des Deutschen Sachverständigenrates, an denen ich immer maßgeblich beteiligt bin, immer zu Rate gezogen. Ihre Literatur, nicht Sie als Person. Und Sie natürlich auch immer korrekt zitiert. Ich kenne Ihre Kritik am Begriff des Migrationshintergrundes quasi als neue Rassismus-Metapher. Und ich habe auch Ihre Kritik am Integrationsbegriff zur Kenntnis genommen, auch wenn mein Eindruck ist, Sie haben sich hier einen ganz spezifischen Integrationsbegriff zurechtgelegt, den Sie gut kritisieren können. Ich kenne noch nicht Ihre Kritik an der Internationalisierung der Universität. Ich bin daher ausgesprochen erwartungsvoll, beende ungeduldig meine Begrüßung und freue mich auf diese nächste Kritik. Dankeschön. Ja, es ist mir eine große Freude, Herr Professor Mecheril vorzustellen. Zum Thema heute Internationalisierung der Universität aus einer migrationskritischen Perspektive. Der Professor Mecheril lehrt am Institut für Pädagogik an der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg und ist Direktor des Center for Migration, Education and Cultural Studies, ebenso an der selbigen Universität. Im Rahmen seiner Professur die interkulturelle Bildung lehrt und forscht Herr Mecheril zu den Themen Migrationspädagogik, pädagogische Professionalität, zu Bildungsforschung sowie zu methodologischen und methodischen Interpretationen. Bevor Herr Professor Mecheril 2011 nach Oldenburg kam, war er von 2008 bis 2011 Professor für interkulturelles Lernen und sozialer Wandel an der Fakultät für Bildungswissenschaften an der Universität Innsbruck tätig auch. Zu seinen jüngsten Publikationen, zu den sehr zahlreichen, aber zu den allerjüngsten Publikationen zählen das Buch Differenz unter Bedingungen von Differenz zu Spannungsverhältnissen universitärer Lehre, wie auch die Herausgeberschaft von Migrationsforschung als Kritik. Herr Professor Mecheril ist auch Mitorganisator oder Beirat des berufsbegleitenden Erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Studiengangs Interkulturelle Bildung und Beratung, ein Bachelor, welches am Center for Migration, Education and Cultural Studies angeboten wird. Und in seinem Vortrag, den wir nun hören werden und Herr Bassmann auch schon angedeutet hat, hinterfragt Herr Mecheril das Konzept der universitären Internationalisierung vor diesem Hintergrund seiner Erfahrungen mit diesem Studiengang interkulturelle Bildung und Beratung. Es ist hier eine Frage, der nachgegangen wird, inwiefern Praxen der Internationalisierung sowie auch Praxen des Diversity Managements zur Stärkung und Reproduktion von Differenzkategorien wie Kultur oder Nation beitragen bzw. produktiv an der Konstruktion dieser Kategorien beteiligt sind oder wären. Ein weiterer wichtiger Punkt, der auch in diesem Vortrag angeschnitten werden wird, ist, wie Praxen der Internationalisierung vor allem auch in ihrem Zusammenhang mit ökonomischen und wirtschaftspolitischen Kulturen zu sehen und auch zu kritisieren sind. Und der ganze Rahmen dazu, der Vortrag und die Diskussion, die wir dann anschließend haben werden, nach den zwei Respondenzen eben, ist eine dekonstruktiv-kapitalismuskritische Internationalisierung einer Universität oder unserer Universität vorstellbar? Und wenn ja, wie könnte diese aussehen? Ja, in diesem Sinne freue ich mich auf diesen sehr spannenden Vortrag von Herrn Professor Mecheril zuerst und dann von den beiden Respondentinnen, wenn ich bitten darf. Danke. Ja, herzlichen Dank für die schönen Worte, für die herausfordernden Worte, Herr Bassmann. Aber noch vielmehr in einer gewissen Weise danke ich Ihnen dafür, dass Sie da sind. Also ich bin davon ausgegangen, dass ich das Privileg habe, vor leeren Stühlen zu sprechen, also in die Kamera hinein sozusagen.
und muss mich jetzt ein bisschen anders einstellen. Ist meine Stimme für Sie zu laut? Also für mich ist sie ein bisschen zu laut. ja, also ich hab in der Ankündigung vor einigen Wochen etwas vollmundig gewissermaßen etwas in Aussicht gestellt, was ich nicht annähernd erreichen werde. Nämlich eine Kritik der Internationalisierung in 35 Minuten. Das gelingt mir nicht, zumindest wenn wir einen bestimmten Kritikbegriff unterstellen. Nämlich einen Kritikbegriff, der darauf zielt, den Gegenstand der Kritik von über die Kante des Tisches zu kennen. Darum geht es nicht. Also darum geht es jetzt in diesen 35 Minuten nicht. Nicht nur, weil es rein technisch praktisch, so ist das noch, rein technisch praktisch nicht klappen könnte, sondern weil das nicht meine Vorstellung von Kritik ist. Ich finde interessant, das ist vielleicht schon, damit sind wir schon mitten eigentlich im Thema, also im Thema, was ist die Universität? Ich finde es interessant, dass im Hinblick auf den Kritikbegriff ja doch eine gewisse Bewegung in der Geistes-, Kultur- und sozialwissenschaftlichen Landschaft entstanden ist, meiner Wahrnehmung nach. Ja. Also nach einer längeren Zeit gewissermaßen des Igitt-Igitt-Status des Kritikbegriffs, ja. Also vielleicht infolge von etwas, was zuweilen beschrieben wird als das Scheitern kritischer Theorie und zumindest einer bestimmten Orthodoxie der Kritik, ja, ist es doch still geworden, ja, um Kritik. Und in der letzten Zeit, so habe ich den Eindruck, also wenn man sich die Publikationslandschaft vergegenwärtigt, ja, das, was im Surkamp Verlag von Eva Jäcki, von Hartmut Rosa, von anderen publiziert wurde, scheint es doch eine gewisse, ja, Renaissance kritischen Probierens mindestens zu geben. Und das ist interessant und ich glaube, diese neue Formierung, das ist hochgegriffen, ja, die Kamera läuft, die muss etwas vorsichtiger sein, die neue Akzentuierung der Kritik ist vielleicht eine, die in eine Richtung geht, mit einer gewissen Emphase und auch mit einer gewissen Geste Wissenschaft an ihr ureigenes Geschäft gewissermaßen zu ändern. Nichts anderes geht es. Um ein genaues Hingucken. Um ein genaues Hingucken, nicht um etwas über die Kante des Tisches zu kippen, sondern um einen Beitrag zur epistemischen Verfeinerung unseres Verhältnisses zu den Dingen zu nennen. Und darum, das war jetzt auch wieder sehr, ich glaube, das hängt wirklich mit der Kamera zusammen, entschuldigen Sie, wenn ich das sage, es ist nicht nur kokett, sondern es ist sozusagen ein Erinnerungrufen dessen, dass das, was jetzt hier passiert, nicht das ist, was nachher gesehen wird. Also nur, ja, es ist schon auch kokett, selbstverständlich, aber es ist nicht nur kokett. Kritik der Internationalisierung, und dazu habe ich wirklich lose Gedanken gewissermaßen mitgebracht. So bis 20.30 Uhr? Oder kürzer? Ja, gut. Lose Gedanken mitgebracht. Und um die Losheit zu unterstreichen, gibt es keine PowerPoint-Präsentation. Sondern nur Notizen gewissermaßen. Word-Document. Notizen, und ich mache einen Einstieg damit, das sind aber tatsächlich Anmutungen, es ist keine empirische Untersuchung, die ich durchgeführt habe. Es ist nicht einmal etwas, was man formulieren könnte als
eine Art diskursanalytisches, ja, Markieren von Zusammenhängen, sondern es ist eine Anmutung auf meiner Seite und damit nicht mehr als ein Diskussionsangebot. Vielleicht sehen Sie das anders und wir werden es sicher auch anders sehen, darüber können wir dann sprechen. Mein Eindruck ist der, dass wenn wir uns die Konjunktur der Rede davon, dass Internationalität wichtig sei, das können wir, glaube ich, konstatieren. Wenn wir auf die Homepages der maßgeblichen Forschungsförderungsinstitutionen gehen, FEF in Österreich, DFG in Deutschland, dann ist das eines der zentralen Schlagworte. Wenn wir auf die Homepages der Universitäten gehen, dann steht in nahezu jedem Mission Statement, dass das wichtig ist. Wir haben mittlerweile auf der Universitätsleitung Zuständigkeiten, Ressorts eingerichtet. Ich war gestern noch in Bremen bei der Konrektorin für Internationales und Interkulturelles, Yasemin Karakaşoğlu, schönen Gruß. Also das, ja, und das ist natürlich jetzt interessant, sich, und das werden die meisten, so sie ein wenig kulturwissenschaftlich orientiert sind, gleich mitgehen. Es ist natürlich interessant, sich diese Redeweise anzusehen. Also der Gegenstand Internationalität ist nicht zu trennen von dem Sprechen über Internationalität, also den Diskursen, den Inszenierungspraxen, den Versprechen, die gemacht werden, den Aussprachen, das, was das nicht gesagt wird. Und das scheint mir ein interessantes Forschungsprojekt zu sein, das mal in Angriff zu nehmen. Also wie sieht der neue Diskurs über Internationalität aus? Ich bin unsicher, ob das Wort ein gutes Wort ist. Da könnten wir, werden wir auch darüber diskutieren, vermutlich gleich, ja, aus zwei Gründen, oder ich, ja, aus dem Grund, dass darin ein verstecktes Doing Nation stattfindet. Ja, ein eben nicht, ja, explizit gemachtes Stärken der nationalen, nationalstaatlichen Logik der Unterscheidung. Suggeriert, und mein Eindruck, wie gesagt, eine Anmutung, nicht mehr, mein Eindruck ist, in vielen Beschreibungen dessen, was unter Internationalität verstanden wird, und auch in vielen pädagogischen Angeboten, ja, sowohl im Hinblick auf die Incomings, ja, als auch im Hinblick auf die, die einen Auslandsaufenthalt machen, Studierende, ja, als auch in der Ansprache und Betreuung von Wissenschaftlerinnen, ja, findet eigentlich ein nationales Format seine Wirkung, weil sie als Vertreter und Vertreterinnen, ja, nationalstaatlicher Kontexte angesprochen werden, häufig zugleich mit einer kulturalisierenden Note dabei. Ja, also insofern bin ich unsicher, ob das Wort, ja, richtig ist, deshalb steht da ja, in Klammern, ja, also so als Frage, als Anfrage an das Wort, wir werden gleich darüber diskutieren. Jetzt unabhängig von der Terminologie scheint es mir so zu sein, dass die Argumente dafür, warum Internationalität wichtig sei, im Wesentlichen diese drei sind, die da stehen. Ja, die kehren häufig wieder. Nämlich, dass es darum geht, in der internationalen Orientierung der Hochschule attraktiv zu sein im Konkurrenzkampf, im Wettbewerb um, und das ist, glaube ich, tatsächlich, ja, fast ein Kollektivsymbol, könnte man sagen, ja, ein wissenschaftliches Kollektivsymbol geworden, in der Konkurrenz, im Wettbewerb um die besten Köpfe. Wie gesagt, keine Diskussionen, die ich gemacht habe. Ja, ich muss mich gerade auch bei den Kollegen, die da, ja, expertise sind, entschuldigen, ja, für den Mut, ja, den ich aufbringe, bringen muss. Ja, ich wusste ja nicht, wer hier ist.
Aber ja, ich glaube, wenn wir eine machten, dann käme raus, dass mit dem Kampf um die besten Köpfe ist eine interessante, ja, ist eine wichtige, ein wichtiges Argument. Und die Wichtigkeit des Arguments funktioniert ja auch über iterative Performance. Also es wird beständig aufgeführt, und dadurch entfaltet es seine scheinbare, ja, Gültigkeit, Plausibilität. Kampf um die besten Köpfe. Dann so etwas, was ich bezeichnet habe als, es ist wichtig, international zu sein, weil diese internationale Orientierung etwas macht, wie einen bestimmten Typ akademischer Beruflichkeit zu ermöglichen, der unter gegenwärtigen Bedingungen, ja, immer wichtiger wird. Und ein Typus akademischer Beruflichkeit, der genau im Schnittfeld von Globalität und Lokalität gewissermaßen zu verorten ist, damit ihr berühmten, ja, Formulierungen von Robertson und Baumann und anderen, ja, eine lokalisierte akademische Beruflichkeit. Das ist ein zweites Argument. Und ein drittes Argument ist, dass die Internationalität wichtig ist, um eben im Wesentlichen wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische transnationale Netzwerke zu festigen, zu differenzieren, auszubauen, zu befördern. Drei wichtige Punkte. Und mir geht es tatsächlich nicht darum zu sagen, das sind Argumente, die nicht überzeugen. Mein Eindruck ist aber der, dass das Argumente sind, die gewissermaßen, also um es mit Laclau und Mouffe zu sagen, die hegemonial werden. Und die Hegemonie beanspruchen. Und damit andere Momente interessanterweise eher in den Hintergrund rücken. In meiner Anmutung sind das hier eher selten angeführte Argumente. Beispielsweise Internationalität, wenn man denn das so nennen will, Internationalität, ja, ist wichtig, weil Internationalität die Reflexion der eigenen sozialen und epistemischen Position in der postkolonialen und zunehmend ökonomistisch regierten Welt ermöglicht. Das ist ein anderes Argument. So. Wir lernen gewissermaßen über transnationale, globale Forschungen und globale Bewegungen des Akademischen, ja, lernen wir spezifische Formen der Reflexion auf unsere durch postkoloniale Machtverhältnisse, auch was epistemische Perspektiven angeht, geprägte Positionen kennen. Ja, das wäre ein interessantes anderes Argument, das man, ja, in die Debatte stärker einbringen könnte. Vielleicht sollten Universitäten von mir aus unter dem Stichwort Interkulturalität entsprechende Strukturen, über den Aufbau entsprechender Strukturen nachdenken. Vielleicht haben Kollegen, Kolleginnen Lust, Interesse, über den Aufbau solcher Strukturen nachzudenken. Wie könnte so etwas aussehen? Das Gleiche gilt für die anderen Punkte. Verlernen epistemischer Selbstgewissheit und Borniertheit beispielsweise, ja, ist meines Erachtens ein Potenzial, was in den Internationalen enthalten ist. Ja, also beispielsweise ist in den Internationalen enthalten, dass sich der globale Norden und die Akademie des globalen Nordens, ja, provinzialisieren lassen kann. Ja, das ist ein faktisches Potenzial, was sozusagen in dem Science Goes, ja, Globe gewissermaßen vorhanden ist und dass wir zumindest in den deutschsprachigen Diskursen, die mir geläufig sind, noch zu wenig nutzen. Bildungserfahrungen von Studierenden, dazu komme ich gleich noch am Ende etwas ausführlicher, ist ein Argument, das zuweilen auftritt, aber seltener auftritt im Sinne von ein anderer Wert. Also das Bildungsverständnis im Rahmen auch der Debatten zur Internationalität ist doch eher reduziert auf eine Idee von instrumentellem Lernen und thematisiert zu wenig tatsächlich, oder es wäre interessant, ja, ich will das nicht zu kritisch sagen, ja, es wäre interessant, stärker klassische Topoi der Bildungstheorie, die ja genau ansetzen daran, dass Bildung bedeutet, in die Fremde zu gehen.
Ja, und Bildung in einer spezifischen Form der Auseinandersetzung mit Fremdheitserfahrung, insbesondere mit der Erfahrung des sich selbst Fremdwerdens bedeutet, ja, diese Topoi stärker mit einzubringen als Argument für ja, Internationalität. Und das hieße USESS, Universitäten sollten entsprechende Strukturen schaffen. Das kennen Sie noch nicht. Ja, Österreich hängt ja immer so ein bisschen. Ja, ich überspringe die Schwächung von Zugehörigkeitsordnungen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, und sage diesen letzten Punkt, das ist ein weiteres Moment, ein weiteres Potenzial, ein weiteres Argument für Internationalität ist wichtig, könnte meines Erachtens sinnvollerweise darin bestehen, dass mit der Internationalität Möglichkeitsräume für postkommunitäre Formen von Solidarität und Verantwortung geschaffen werden können. Also eines der meines Erachtens zentralen Punkte unter gegenwärtigen globalen Bedingungen, auch für gegenwärtige Bildungsprozesse in der aufeinander angewiesenen und vernetzten Welt, ja, dass darüber nachgedacht werden kann, wie gewissermaßen nachfamiliale Modelle von füreinander Sorge tragen, ja, nachtraditionale Modelle von die Not der anderen geht mich etwas an, aussehen kann. Auch Aspekte, die meines Erachtens in den Feiern des Internationalen eher zu kurz kommen. Gut. Ja, ich habe bereits gesagt, ich finde das großartig, dass Sie geblieben sind. Und ich habe das Flugzeug nicht nur verpasst, weil in Nordrhein-Westfalen ein großes Unwetter ist und ich aus Bremen nach Düsseldorf musste, sondern auch, weil der Flug überbucht war und ich der Erste war, der nicht rein durfte. Und dadurch habe ich sehr viel Zeit gewonnen und habe versehentlich 17 Folien produziert, also 17 solcher Dinger. 19 sogar sehe ich. Ja. Und habe jetzt noch 11 Minuten. Ja. Das heißt, ich werde springen und werde, ich kann Ihnen das gerne schicken, werde drei Dinge tun. Der eine Punkt, der mir wichtig ist, ist, wenn wir über die Dinge sprechen, das ist ja klar, das gilt allgemein und gilt auch für diesen Zusammenhang, wenn wir über die Dinge sprechen, dann sollten wir die Perspektive deutlich machen, unter der wir sprechen. Und ich gehe davon aus, dass meine Perspektive eine kontingente Perspektive ist. Das ist vermutlich schon deutlich geworden, dass diese Perspektive daran interessiert ist, sich mit den Dingen so zu beschäftigen, dass bestimmte Ausschlüsse, bestimmte Formen von Machtphänomenen erkennbar wird. Also wenn Sie so wollen, ist das einer meiner Ticks. So, ich kann nicht anders als Wissenschaftler. Ich muss das machen. Man muss das so nicht machen, aber ich mache das so. Und das ist die Perspektive, also diese Brille habe ich auf und unter der Brille gucke ich auf Internationalität beispielsweise. Und dann entsteht so eine Rede, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass ich die Universität toll finde. Das ist der zweite Punkt. Es gibt noch mehr Punkte, aber auf die beschränke ich mich mal. Ja, das sind die beiden Punkte. Meine Perspektive für die nächsten 9 Minuten ist gekennzeichnet von, erstens, ich schaue mir gerne Macht- und Herrschaftsverhältnisse an. Einfach, weil das mir Spaß macht, zu sagen, sieht mal, das ist Macht und Herrschaft, wollen wir es nicht irgendwie anders machen?
Erster Punkt. Und zweiter Punkt ist, ich finde die Universität toll. Und zwar jetzt nicht die Universität als empirische Gegebenheit, sondern, also die finde ich auch, das ist ein anderes Thema, ja, sondern die Universität als Idee. Und die Universität als Idee, die ein Regulativ darstellen kann für unsere Universitäten. Also für das, was wir empirisch vorfinden, für das, was wir tun, was wir machen. Und diese Idee dient mir gewissermaßen als Moment, mit dem ich auf das Sprechen und das Tun im Kontext von Internationalität gucke. Sowohl das mit den Herrschaftsverhältnissen als auch diese Idee der Universität. Und dann komme ich, das ist auch alles ganz wichtig immer, komme ich eigentlich zu der Frage, das ist meine heuristische Frage. Also unter der Perspektive mache ich mir Gedanken, welche epistemischen und sozialen Schließungen, auch welche Öffnungen, aber vor allem welche Schließungen eignen sich im Medium der Internationalisierung der Universität? Und mir scheint das eine gute Frage zu sein. Es klingt jetzt so kritisch, ist aber durchaus die Frage eines Freundes. Mehr noch, die Frage eines, der libidinös wirklich verwandelt ist mit dem Geschäft. Universität, schreibt Bernhard Waldenfels, ist ein Grenzort, wo die Normalität des ordentlichen Lernens und Wissens überschritten wird durch ein Übermaß des Außerordentlichen und Anormalen. Selbstverständlich meinte damit nicht die Universität Oldenburg. Also wir sind ganz ordentlich. Also so verstehe ich ihn zumindest nicht. Sondern ich verstehe, dass er in dem Text, den ich sehr lesenswert finde, eine Idee der Universität kennzeichnet, die im Anschluss an, auch im Anschluss an die unbedingte Universität, also die Idee der unbedingten Universität bei Jacques Derrida, vielleicht so beschreibbar ist, dass Universität ein Ort darstellt, an dem Grenzen epistemischer Ordnung befragt werden. Das ist meines Erachtens unsere Aufgabe. Epistemische Ordnungen zu erkennen und die zu befragen, zu problematisieren, zu irritieren. Und das, so Waldenfels, ist eine Lebensform. Er sagt, dass keine Institution unentbehrlich ist, aber an manche Institutionen bestimmte Lebensformen geknüpft sein. Und die Universität ist entbehrlich. Also nicht die Universität Oldenburg, sondern die Idee der Universität. Die sich auch in der Universität Oldenburg gelegentlich findet. Die sich aber auch auf den Oldenburger Straßen findet. Die findet sich nicht nur an dem institutionalisierten Ort, an dem Universität draufsteht. Und beispielsweise, also weil das gesagt wurde, Cultural Studies ist eine also die Birminghamer, die es nicht mehr gibt, das Center for Contemporary Cultural Studies, haben immer ein fast masochistisches Verhältnis dazu gehabt, dass sie Teil der Universität sind. Also diese Verortung wäre also nicht der Idee der Universität, sondern der real existierenden Universität. Also diese Lebensform. Ja, und es geht um Überschreitung, um Infragestellung. Sie ist ein Ort der Ungeduld und der Widerständigkeit. Jetzt fände ich das unter heuristischen Gesichtspunkten eigentlich sehr naheliegend, immer dann, wenn neue universitäre Konjunkturen entstehen, und Internationalisierung und Internationalität ist meines Erachtens eine neue Konjunktur,
finde ich das sehr naheliegend, wenn wir für eine Weile mal davon ausgehen, dass das eine gewisse Plausibilität hat, also dass Universitäten als empirische Gebilde dieser Idee gewissermaßen verpflichtet sind. Nicht buchhalterisch, nicht polizeilich, nicht moralistisch, ja, aber vielleicht in einem Ethos. Ja, in einem Ethos, ja, der traditionell etwas mit dem Begriff der Wahrheit zu tun hat. Wenn dem so ist und wenn wir dem mal einen Moment Raum geben, dann wäre konsequent daraus abzuleiten, diese Idee zu nutzen, um auf die Konjunktur in kritischer Absicht zu schauen. Wie sehr trägt Internationalisierung zu der Stärkung der Momente in der empirisch existierenden Universität bei, die die Universität verstehen als Ort der Infragestellung epistemischer Ordnung. Und darin in der Infragestellung dieser Ordnung einen Netzzweck sehen. Diese Infragestellung braucht sich nicht mehr noch zu bewähren an ihrem Gebrauchswert für die Rüstungsindustrie oder für die Autoindustrie oder für die Organisierung politischer Verhältnisse in Ex-Jugoslawien und so weiter. Das sind ehrenwerte Dinge, also bis auf das erste vielleicht. Ja. Das sind ehrenwerte Dinge, Autoindustrie und politische Ordnung in bestimmten nationalstaatlichen und postnationalstaatlichen Kontexten. Aber das ist nicht die erste Aufgabe der Universität, würde Weidenfeld sagen, nicht darum zu kommen. Gut, ich habe noch eine Minute und in dieser Minute in diesen drei Minuten versuche ich zwei Dinge zu machen. Der erste Punkt wäre, eine gewisse Skepsis zu formulieren. Im Hinblick darauf, also ich glaube, dass es angebracht ist, diese Heuristik, ja, welchen Beitrag leistet Internationalisierung zu epistemischer und sozialer Schließung der Universität. Ich halte es für sehr angebracht, diese Frage zu stellen, weil mein Eindruck der ist, dass die Gefahr sozialer und epistemischer Schließung gegenwärtig größer ist als in anderen Zeiten. Und das nicht, weil sozusagen das dem Moment der internationalen Orientierung innewohnt, damit verknüpft ist, aber dass Internationalisierung Bestandteil dieser Schließungsprozesse sind. Und mit Schließungsprozessen meine ich zwei Dinge. Eben, dass zu wenig im Sinne dessen, was wir Massenuniversität nennen und was Hauke Brunkhorst zu Recht, wie ich finde, bezeichnet hat als Situation in Westeuropa zumindest, in der die Universität endlich zur Universität der Demokratie geworden ist. Und was wir im Anschluss an Dahrendorf formulieren können als, es gibt ein Bürgerinnenrecht auf Hochschulbildung. Also wenn die Überschreitung epistemischer Ordnung etwas Wertvolles ist, etwas grundlegend Wertvolles ist, wenn die Erfahrung zu machen, über sozusagen die Grenzen meines Horizontes hinauszukommen, eine substanziell bedeutsame Erfahrung ist, wenn es eine substanziell bedeutsame Erfahrung ist, dafür eine Sprache zu finden und dafür auch eine existenzielle Praxis sich anzueignen, für das Leben in Bodenlosigkeit. Wenn zudem unter den gegenwärtigen Bedingungen so etwas wie Kontingenz
ein Umgang mit Kontingenz grundlegend ist, dann können wir das, was Dahrendorf 65 als Bürgerrecht auf Bildung beschrieben hat, ja, heute ja, radikalisieren und sagen, es gibt ein Bürgerinnenrecht auf Hochschulbildung. Das kann nur ein Weltbürgerinnenrecht sein. Das heißt, meines Erachtens haben sich die Universitäten unter dem Stichwort Internationalisierung um eine weltweite Öffnung der Universitäten zu Universitäten der Demokratie zu kommen. Und ich bin, wie gesagt, nicht ganz sicher, ob das passiert. Einerseits aufgrund dessen, was Ökonomisierung der Bildung genannt wird. Also ich muss es jetzt ganz knapp halten. Ja, einerseits aufgrund dessen, was Ökonomisierung der Bildung genannt wird, und hier ein Zitat von Demirovic, hätten wir Zeit, können wir uns das angucken, und hätten wir noch mehr Zeit, können wir das kontrastieren mit dem Text, den man auf der Homepage der Deutschen Forschungsgesellschaft finden kann, die das genau macht, was Demirovic kritisiert, nämlich ein Wettbewerb anfeuert, in dem es um diesen Kampf um die besten Köpfe geht, ja, in dem bestimmte Subjektivierungen stattfinden von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, in denen es nicht um die Idee von Wahrheit geht, sondern um ein Erreichen von anderen festgelegter Ziele, ja, in einer Ranking-Culture. Ja. Das könnten wir uns ansehen, wenn wir eine Zeit hatten, haben wir noch nicht. Also das ist die erste Skepsis und die damit verbundene Einladung, da genauer hinzuschauen. Inwiefern durch diese Ökonomisierung, das heißt durch das Diktat unter den Universitäten und nicht nur Leitungen, sondern ja Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, also wir stehen, Leistungen in einer Verwertbarkeitslogik und einer Nützlichkeitslogik zu erbringen, inwiefern dadurch eine epistemische Schließung stattfindet. Also, dass bestimmte epistemologische Kultur, um es freundlich zu sagen, hegemonial wird. Die zweite Schließung betrifft die sozialen Verhältnisse. Und da sage ich nur einen Punkt und dann könnte ich zum Schluss kommen. Der Punkt ist, mir ist keine Studie bekannt. Ich fände das aber interessant, eine Studie durchzuführen, und die Kollegen und Kolleginnen, die ich gefragt habe, die sich mit Hochschulforschung auch ein bisschen beschäftigen, denen war auch keine Studie bekannt. Ich weiß nicht, ob im Raum Studien dieser Art bekannt sind. Was ich interessant fände, wäre einen internationalen Vergleich zu sozusagen den sozialen Herkünften von Professoren und Professorinnen und der Frage, inwiefern Internationalisierung einen Beitrag zur sozialen Schließung leistet. Also eine Vermutung, mehr ist es nicht. Ja. Ich habe hier mitgebracht eine in der Zeitschrift des Deutschen Hochschulverbandes vor einigen Tagen erschienenen Beitrag von Christina Müller, die sich in der repräsentativen Untersuchung mit den gegenwärtigen Professorinnen und Professoren in Nordrhein-Westfalen, Nordrhein-Westfalen ist wichtig, aber sie ist nicht die Welt, ja? Also machen Sie sich klar, es ist ein eingeschränktes empirisches Segment, ja. Für Nordrhein-Westfalen stellt sie fest, dass sozusagen die Herkunftsabhängigkeit auf der Ebene von Professorinnen und Professoren in den letzten 15 Jahren deutlich zugenommen hat. Und das ist interessant unter einer intersektionalen Perspektive beispielsweise, weil das insbesondere sich bei Professorinnen mit kleinem i zeigt. Ja, also die Herkunftsabhängigkeit ist bei
Frauen, die sozusagen ja, in der Minderheit es nach wie vor nur in die oberen Chargen der Wissenschaft schaffen, ja, noch ausgeprägter als bei Männern. Und sie ist auch enorm ausgeprägt bei denen, die einen Migrationsstatus haben. Ja. Weil sie einen ausländischen Pass haben oder weil sie als Bildungsinländerin als mit Migrationshintergrund gelten. So, davon gibt es enorm wenige und die, die es gibt, bei denen ist sozusagen ja, die Rate derer, die aus nicht-akademischen Kontexten kommen, ja, statistisch ja, irrelevant. Diese Perspektive ja, wäre eine meines Erachtens wichtige Perspektive auf Internationalisierung. Also mit wem haben wir Kontakt? Mit wem haben wir, mit wem gehen wir Forschungskooperationen ein? Und welche nationalen Eliten werden durch diese Internationalisierung eigentlich gestärkt? Und wie reproduziert sich über die internationalen Fährten, Ansprachen und Angebote um das Kapital, das fließt, ja, die Reproduktion einer ja, sozialen Schließung. Daraus kann man Konsequenzen ziehen, zum Beispiel diese, aber das ist so klein gedruckt, dass wir bestenfalls in der Diskussion dazu kommen. Herzlichen Dank. Vortrag, also wir haben noch Zeit, um zu diskutieren. Ich würde sagen, wir geben den Respondenten weiter und dann haben wir einige Punkte zusammen für die Diskussion. Ich darf vorstellen, Frau Professor Petter, kurz. Sie ist Professorin für Fachdidaktik in Sprachlehr- und Lernforschung an der Universität Wien. Sie forscht im Bereich der angewandten Linguistik, insbesondere zur Mehrsprachigkeit sowie zum Lehren und Lernen von diesen Sprachen. Sie ist Vizeleiterin des Zentrums für Lehrerinnenbildung an der Universität Wien. Heute ist auch Vizeleiterin des Sprach- und Lernforschung an der Philologischen Kulturwissenschaftlichen Fakultät. Sie hat zahlreiche Publikationen zum Thema der Personalisierung in Sprachpolitik, Mehrsprachigkeit als Schlüsselkompetenz. Und wird nun in der Respondenz aus der Perspektive der Sprachwissenschaft eine Antwort geben. Ich stehe dann neben uns hin. Bitte sehr, ich bitte darf. Danke sehr. Mit der Respondenz ist das so eine Sache. Sie werden keine Antwort von mir bekommen können. Man bekommt Texte. Man liest diese Texte aufmerksam, pickt sich dann Ideen und Gedanken heraus, auf die man gern reagieren möchte, und dann passiert ein bisschen was anderes. Also Sie werden nicht alle Punkte wiederfinden, aber hoffentlich einige Anknüpfungspunkte finden in meiner Respondenz, an deren Anfang die Frage stand, welchen Sinn macht eine Respondenz, wenn man eigentlich zustimmen will, verstärken, einige Punkte besonders hervorheben möchte. Auf der Suche nach einer Sinngebung beschließe ich, die mir vertraute Disziplin zum Ausgangspunkt zu nehmen und aus der Perspektive der angewandten Sprachwissenschaft zu sprechen. Dies stellt im uns vorliegenden Zusammenhang eine inhaltliche Einschränkung dar, die ich in Kauf nehmen möchte, und zwar bewusst, denn aus sprachwissenschaftlicher Perspektive lassen sich einige Aspekte der migrationspädagogischen Kritik an der Internationalisierung der Universität aufnehmen und möglicherweise weiterdenken. Nehmen wir zunächst die Vorstellung der Universität auf, wie wir sie soeben gehört haben, der Konzeptualisierung einer transgressiven Universität im Anschluss an Derrida. Die Auffassungen, Bilder und Darstellungen des Menschen stehen in Frage an einem Ort der Universität, der ein vielleicht der Ort ist, an dem nichts außer Frage steht. Es geht um die unbedingte Universität, die auch Derrida vorschwebt, dieser Raum akademischen Typus, der durch eine Art absoluter Immunität symbolisch geschützt werden muss, heißt es da. Dazu weiter. Die Universität ist die Bewegung auf der Grenze zum Unüblichen über diese Grenze hinweg. Sie sei grundlegend transgressiv
und an die spezifische Form der Thematisierung von Inhalten und Wissensbeständen gebunden, nicht an spezifische Wissensbestände selbst. Lässt man sich auf diese Vorstellung von Universität ein und auf das Bekenntnis zur Massenuniversität als demokratische Form der Universität, so muss man sich auch der Frage der Selektivität derselben stellen, immer im Zusammenhang mit jener des gesamten Bildungssystems. Die Bildungspolitik bringt hier die Kategorien der Diversität ein. Sprache stellt fraglos eine relevante Diversitätskategorie, vielleicht die relevanteste, jedenfalls jene dar, die am leichtesten operationalisierbar scheint. Eine sich internationalisierende Universität kann sich diese sprachliche Diversität im Sinne der Minderung sozialer Ungleichheit zu eigen machen und sich überlegen, wie Diversität im Bereich des Zugangs und des Hineinfindens in die universitäre Kultur sowie im Bereich der Aushandlung von Wissensbeständen berücksichtigt und vielleicht sogar kapitalisiert werden kann. Sie kann sich auch der Praxis anderer europäischer Universitäten anschließen, auch jener der multilingualen Vorzeigemodelle in Finnland und Luxemburg und Internationalisierung, vor allem als Erhöhung des Englischanteils, bezogen auf Lehre, ganze Studiengänge oder Publikationen verstehen. Nehmen wir den ersten, aus migrationspädagogischer Sicht und im Sinne des Abbaus sozialer Ungleichheit wünschenswerten Fall. Wir brauchen mehr Studierende mit Migrationshintergrund, tönt es aus dieser Richtung. Implizit gemeint ist hier natürlich auch mehr Absolventinnen mit Migrationshintergrund. Mit dem Blick auf Sprache führt das Unterscheidungsmerkmal Migrationshintergrund zu den bekannten und problematischen Kategorien. Mit versus ohne Migrationshintergrund lässt sich übersetzen in ohne versus mit Deutsch als Muttersprache. Später mit anderen Erstsprachen als Deutsch versus mit Deutsch als Erstsprache. Zuletzt mit anderen Familien- und Umgebungssprachen versus mit Deutsch als Familien- und Umgebungssprache. Manchmal auch mehrsprachig versus Deutsch. Sie kennen das Spiel. Und auch die beiden politischen Implikationen, die damit einhergehen. Erstens, überall wo Deutsch fehlt, gilt es, entsprechende Maßnahmen zu setzen. Zweitens, die Rezeption der sprachwissenschaftlichen Forschung der 1970er und 80er Jahre belegt den Vorteil additiver Schulmodelle gegenüber subtraktiven. Das heißt, Kinder, deren Erstsprache weiterentwickelt wird, haben einen Vorteil gegenüber Kindern, deren Erstsprache durch die Zweitsprache ersetzt wird. Oder die strenge Interpretation, erst auf der Basis einer sehr gut entwickelten Kompetenz in der Erstsprache kann die Entwicklung der Zweitsprache erfolgreich sein. Damit lassen sich mit Hilfe der Diversitätskategorie Sprache Maßnahmen entwickeln, auch für die Universität. Aber Achtung, die Kategorie Sprache ist sperriger, als dies auf den ersten Blick scheint. Das war eine Geschichte aus der Schule, nicht aus der Universität. Eine ehemalige Studentin, sie hat vor kurzem brillant ihr Studium in Wien abgeschlossen, empfand sich in der Volksschule als Mitglied der Klassengemeinschaft. Bis zu jenem Tag, an dem sie mit der Maßnahme konfrontiert war, in einen besonderen Unterricht gehen zu müssen. Er wurde damals noch Deutsch für Ausländer genannt. Aufgrund ihrer ausgezeichneten Deutschleistungen war sie dort, dem eigenmächtigen Handeln der Lehrer sei gedankt, mit Mathematik konfrontiert. Einem Fach, in dem sie tatsächlich Probleme hatte und sich nicht so sicher fühlte. Gleichzeitig hat sich eine neue Zugehörigkeit konstituiert, ebenso wie die Wahrnehmung eines Ausschlusses. Aber es geht letztlich nicht nur um Zuschreibungen, es geht um die dahinterstehenden Fragen der Macht. Unsere Besuche in Wiener Schulen führten uns in den muttersprachlichen Unterricht, eine der aktuell wichtigsten Maßnahmen, um der Diversität der Schülerinnenpopulation gerecht zu werden. Muttersprachenunterricht ist mit strategischen Überlegungen von Eltern konfrontiert, insbesondere wenn sie Minderheitensprachen verwenden und Erfahrungen mit Machtlosigkeit und Ausschluss in den Herkunftsländern gemacht haben. Sie entsenden ihre Kinder in den Muttersprachenunterricht, der Chancen erhöht. Zum Beispiel Türkisch statt Kurdisch. Was aber, wenn die Kategorie sprachliche Diversität somit ein neues, möglicherweise internationales Unterscheidungsmerkmal einführt, das aber zu Ausschluss führt, Fragen der Macht eher zuspitzt als im Sinne der Beseitigung sozialer Ungleichheit bearbeitet. Wir stoßen hier an die Grenzen des
postmodernen Diversitätsbegriffs, der sich in der Auseinandersetzung mit Globalisierung entwickelt hat und im Konzept der Superdiversität in Anlehnung an Werte-Welt seinen bekannten Ausdruck findet. Die Diversifizierung von Diversität bedeutet hier, dass immer mehr Menschen mit immer unterschiedlicheren sprachlichen Ressourcen aufeinandertreffen. Sie lassen sich in Kategorien einteilen, doch sollen diese treffsicher bleiben, müssen sie immer kleinteiliger werden. Ich möchte deswegen über zwei Konzepte einbringen, die mir in der gegenwärtigen Internationalisierungsdebatte fruchtbarer und weniger stark erscheinen als die bisher genannten, und zwar das Konzept der Kontaktzone und das Konzept des Raumes. Dabei knüpfe ich zunächst an die Forderung von Marie-Louise Pratt an. Statt von einer Linguistik der Gemeinschaft, doch von einer Linguistik des Kontakts zu sprechen, und bringe das Konzept der Kontaktzone ein, jüngst weitergeführt von Panajaraya, der festhält, dass Kontaktzonen nicht Zonen zwischen Sprechergemeinschaften seien, sondern alles ist Kontaktzone. Jede, wie auch immer sich verstehende Gemeinschaft selbst ist eine Kontaktzone. Kommunikation findet in Kontaktzonen statt. Das bricht Sprache als Diversitätskategorie auf. Denn in Kontaktzonen geht es nicht um die Zuschreibung von Kompetenz in Sprachen, sondern um sprachliche Praktiken. Ein Sprachbegriff, der sich auf fixe Sprachstruktur, Grammatikkompetenz und homogene Gemeinschaften stützt, wird zunehmend unbrauchbar. Welcher Sprachbegriff aber ist adäquat? In Kontaktzonen, in denen Unvorhersehbarkeit, Diversität als Normalfall gelten. An der Stelle der Fixierung der Sprachstruktur, der Grammatikkompetenz und homogener Gemeinschaften treten aus sozialkonstruktivistischer, sprachökologischer, ideologiekritischer und so weiter Perspektive Ressourcen. Ressourcen, die sich in einem Repertoire verorten. Jüngst gibt es sogar ein Label für die Linguistik, die sich diesem neuen Sprachbegriff verschreibt, Nano-Soziolinguistik. Veränderlichkeit und kontinuierliche Rekonfiguration von Sprache ist der Normalfall. Code-Meshing, Crossing, polyglotter Dialog, rezeptive und partielle Mehrsprachigkeit, inklusive Mehrsprachigkeit, Translanguaging, das sind sprachliche Praktiken, denen sich die Kontaktzone Universität im Sinne der Internationalisierung öffnen kann. Die Universität ist nicht nur eine Kontaktzone, es ist auch ein Raum, der schafft. Hier komme ich auf den Spatial Shift in der angewandten Sprachwissenschaft. Er denkt das wenig Vorstellbare an, nämlich Sprache nicht als ein Merkmal von Menschen zu betrachten, sondern als eine Eigenschaft des Raums. Raum ermöglicht Sprache oder eben auch nicht. Der Raum ist letztlich für die kommunikative Kompetenz verantwortlich, nicht das Individuum allein. Damit wird ein grundlegender Wandel vollzogen. Vom Verständnis kommunikativer Fähigkeiten als individuelles Merkmal hin zum Raum, dessen Sprachenregime es den Handelnden erlaubt, ihre kommunikativen Ressourcen zu nutzen oder nicht. Raum schafft etwas, möglicherweise Internationales. Aus dieser Perspektive stellt sich nun nicht mehr die Frage, wer welche Sprachen mit wem, an welchem Ort und zu welchem Zweck spricht, sondern inwiefern und wie Sprachverwenderinnen auf die ihnen verfügbaren Ressourcen zurückgreifen können und welche subjektiven Positionen sie dabei vornehmen können und möchten. Ein in Bezug auf den Zugang, die Einübung der Praktiken, aber auch Wissensbestände, wenig verregelter Raum, also ein offener Raum, schafft Möglichkeiten nicht nur für bestimmte Menschen, denen bestimmte Diversitätskategorien zugeschrieben werden, sondern im Sinne der Ermächtigung für alle. Konkret, ein mehrsprachiges Schreibcenter richtet sich nicht notwendigerweise an Personen mit Deutsch als Zweitsprache, sondern an alle, die sich Unterstützung bei der Einübung der Praxis wissenschaftlichen Schreibens holen wollen. In einem offenen und nicht durch Diversitätskategorien geregelten Raum zeigt sich das Potenzial der Universität, die sich als internationale Kontaktzone verstehen kann. Danke. Ja, danke. Professor Peter, auf Ihre tolle Respondenz. Wir werden unsere letzte Respondenz und dann das Paket offen für Diskussionen und Fragen. Die letzte Respondentin, die noch gerade ist, Safiatu Sakhilia. Sie ist Studierende an der Universität Wien und Arbeiterin am AFO, am Asiatischen Institut. Safiatu Sakhilia ist in Mali geboren, das zunächst Deutsch und Englisch studiert hat an der Fakultät für Sprachwissenschaft, kam dann 2008 nach Wien, wo sie ihr Studium der Anglistik fortsetzte und mit dem Lehramtsstudium Französisch und Englisch ergänzt hat.
Derzeit arbeitet Frau Sakilie lieber als Referentin im Projekt Face-to-Face am Afroasiatischen Institut. Und ja, vor diesem reichen und breiten Erfahrungs- und Bildungshintergrund beschäftigt sie sich mit dem Thema Migration, Mehrsprachigkeit. Und der darf jetzt noch etwas sagen. Bitte sehr. Einen schönen guten Abend. Diesen Kommentar habe ich vor allem mit dem Studium von zwei Texten, die Professor Michelin empfohlen hat, im Rahmen einer Lernveranstaltung von Brigitte Kosek an der Universität Wien. Und in Auseinandersetzung mit der Frage, was ist Universität, bietet Paul Michelin meine Meinung nach wichtige Anregungen, die für weitere Entwicklung der Universität in der Migrationsgesellschaft genutzt werden sollten. Die Universität ist eine Institution, die die Studierenden in selbstständiges und kritisches Lernen in der Hinterfragung von wissenschaftlichen Wissen und Methoden einführt bzw. einführen sollten. Meiner Ansicht nach kann die Universität ihren Bildungsauftrag nicht gerecht werden, wenn sie nicht auf die vielfältigen sozialen Zugehörigkeiten von ihren Studierenden und Lernenden sowie auf soziale Ungleichheiten in der Gesellschaft und auf nationaler und globaler Ebene Rücksicht nimmt. Paul Michelin charakterisiert die Universität als transgressiv Lebensraum, als Ort der Hinterfragung von Wissen und Methoden, als einen Ort der Verschiebung und Überschreitung der Grenzen wissenschaftlichen Wissens. Als so verstandene Lebensform sollte die Universität in der demokratischen Gesellschaft im Prinzip allen Menschen offenstehen. In Anlehnung am Weidenfels beschreibt Michelin die Universität als Übergangsort, also als Lieu de passage, wo Grenzen gezogen und verschoben werden. Ein Herr geht damit eine wichtige Perspektive wechseln. Das bedeutet, wir müssen uns der Folgen der Konstruktion von anderen Menschen als andere oder Fremde bewusst sein. Folge der Konstruktion des anderen, des Fremden, ist die Festschreibung von Menschen als kulturell ganz andere, als ewige Fremde. Ausgeschlossen werden damit soziale, politische, ökonomische und rechtliche Verhältnisse, die unsere Leben auf unterschiedliche Weise bestimmen. Diesen Ansatz von Paul Michelin halte ich für ganz besonders wichtig. Er bedeutet, dass wir jetzt nicht mehr über andere diskutieren, das heißt, wir über Studierende, über Sprecherinnen mit anderen erster Sprache als Deutsch, etc. Sondern wir diskutieren in gleichwertiger Weise miteinander. Aus meinem Sicht heißt das, dass wir miteinander statt über anderen diskutieren sollen. Unabhängig davon, ob wir Barbara und Deutsch, Türkisch und Deutsch oder Serbisch und Deutsch sprechen. Außerdem sollte man berücksichtigen, dass Deutsch auf Barbara, auf Türkisch oder auf Serbisch gesprochen und intoniert wird. Zu kurz greifen würde nach polnischer Welt, dass es zum Beispiel nicht sinnvoll ist, wenn man Unterstützung für das Erlernen der deutschen Sprache als Wissenschaftssprache nur Studierende bietet, für die Deutsch eine Fremdsprache ist. Er schlägt vor, alle Studierenden, die Bedarf an Erlernen der deutschen Wissenschaftssprache haben, anzusprechen. Damit können Studierende mit oder ohne Deutsch als erste Sprache adressiert werden. Damit stehen Bedürfnisse im Vordergrund und nicht bestimmte Gruppen von Menschen, die als die anderen der Mehrheit aufgepasst werden. Ich bin als Studierende Teil der Universität Wien, aber ich war schon Teil einer anderen Universität, nämlich der Universität von Bamako in Mali an der Fakultät für Sprachwissenschaften. Ich kenne beide Universitäten. Deshalb stellt sich für mich nochmal neu die Frage, was soll und kann und muss eine Universität als ihren Auftrag sehen. Zunächst ist da der Bildungsauftrag hier. Aber welche Aufgabe hat sie gegenüber allen Mitgliedern der Gesellschaft, deren Teil sie ist?
Aus meiner eigenen Biografie und Erfahrung würde ich vorschlagen, mit den Bedürfnissen nach Bildung der Mehrheit der Gesellschaft zu beginnen. Die Konzentration auf Multikulti und Mehrsprachigkeit sind zwei Konzepte, deren Anwendung sowohl auf die Universität von Bamako als auch auf die Universität Wien zu kurz greifen. In diesen Konzepten bleiben zum Beispiel ökonomische Fragen außer Acht. Selektiv ist nicht nur der Zugang zur Hochschule insgesamt, sowie zu den möglichen Abschlüssen. Auch bei der Wahl der Fächer zeichnen sich Unterschiede aufgrund der Sozialzugehörigkeit ab. Zum einen spielt hier das Geschlecht der Studierenden eine Rolle. Ein Beispiel soll diese aufzeigen: Die Lieblingsfächer der weiblichen Studierenden liegen eindeutig in den Geistwissenschaften, oftmals Sprach- oder Lehrenstudien, während sich die männlichen Studierenden meist weiter in für technische Studienrichtung entscheiden. Der Grund dafür liegt nicht nur in den geschlechtsspezifischen Unterschieden, sondern in traditioneller Vorstellung von männlichen und weiblichen Aufgabenbereichen in Österreich sowie in Mali. Zum anderen spielt die soziale Herkunft eine Rolle. Studien haben gezeigt, dass in Studienrichtungen wie Medizin, Jus oder Wirtschaft viele Studierende aus akademischer Familie kommen. Die Entscheidung von Frauen aus ärmeren Schichten, also Arbeitstöchter, für eine bestimmte Studienrichtung wird häufig von sozialen Zeichen ihrer Eltern beeinflusst. Paul Michelet geht davon aus, dass es für Arbeitstöchter es ist nicht nur aufgrund einer Sozialisation im Arbeitermilieu schwierig, sich an der Hochschule zurechtzufinden, sondern auch nach Michelet, dass der wissenschaftliche Diskurs die Arbeitstöchter als solche identifiziert und problematisiert. Damit kommen wir zur Frage der Diversität an der Universität. Diese ist eine zentrale Frage der Massenuniversität. Gefragt wird, ob und wie Diversität ein angemessenes, regulatives Prinzip zur Hebung des Bildungsniveaus sein kann. Hier beginnt die Auseinandersetzung mit der Frage der Demokratie an der Universität und der Frage, ob die jeweilige Zugehörigkeit den Zugang zur Universität erleichtert bzw. erschwert. In den letzten Jahren geht im deutschsprachigen Raum Diversity Management vermehrt auch an Universitäten, nicht nur in der Wirtschaft, als Schlüssel zum Erfolg und oder als Schlüssel zu mehr Gerechtigkeit. Diversity Management bedeutet einerseits Diskriminierungsverbot aufgrund sozialer Unterschiede, wie zum Beispiel Geschlecht, Gender, nationale Zugehörigkeit bzw. Zugehörigkeit zu einer Minderheit, Religion, Schicht, Alter, sexuelle Orientierung und Behinderung. Unter Diversity werden häufig auch die wechselseitigen Verknüpfungen bzw. Intersektionen der sozialen Differenzen verstanden. Diversity Management bedeutet konkret Unterstützungsangebot für bestimmte Gruppen. Diversität ist aber nicht, wie vorhin bereits erwähnt, als Problem der anderen zu verstehen. Zum Beispiel wird geringer Bildungsstand oft als das Problem der Migrantinnen betrachtet. Diese bedeutet für Paul Michelet nochmal, uns vor Augen führt, dass die längst existierende migrationsgesellschaftliche Realität unserer Gesellschaft nicht anerkannt wird und ausgegrenzte Strukturen intakt bleiben. Diversität wird oft beschränkt auf eine bestimmte und homogene, oft gefasste Gruppe. Solange wir Grenzen zwischen Menschengruppen ziehen, machen wir damit einen Schritt nach hinten und lösen damit kein Problem, sondern produzieren einen Konflikt innerhalb der Gesellschaft. Meine Migrationsgeschichte verbindet Mali, Gabon und Österreich. Meine Eltern haben keine formale Schulbildung, aber sind für mich trotzdem gebildet. Es ist für sie wichtig, dass meine Geschwister und ich studieren. Der Grund, mit meiner persönlichen Geschichte in diesem Rahmen beizutragen, meine Damen und Herren, ist nicht, um ihre Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, sondern vielmehr möchte ich einen anderen zum Nachdenken geben
die uns die Tore der Toleranz öffnen lässt. Mesdames et Messieurs, merci. Au revoir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ich danke ganz herzlich dem Vortragenden, der Respondentinnen, der Veranstalterin von sogar dem Publikum, das durchhalten in dieser Situation. Ich bin im ganzen Raum und sehr danke. Und dann einfach einmal bis zur nächsten Veranstaltung.